So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen. Und ja, ich habe den Iron-Man-Helm schon länger hier. Das ist ja der Lego-Set Nummer 76165. 480 Teile nur. Aber ihr seht, meine Vitrine, ich will da einiges von Iron-Man bauen. Hab den größten Iron-Man natürlich. Dann hier unten ein paar Figuren. Das ist ja die neue, die gefällt mir nicht. Das ist eine ältere, wo man den Helm aufklappen kann. Und dann noch ein Sonderdruck. So, ich habe nämlich die ganze Zeit im Internet geschaut. Ist ein Helm, Iron Man Helm. Ich wollte eine Bauanleitung oder ein Video sehen. Wer es natürlich von euch schon weiß, verlinkt es mir unten unter dem Video. Ich möchte den gerne aufklappen. Ja, umbauen, dass man ihn aufklappen kann. Aber nichtsdestotrotz baue ich natürlich heute erstmal hier rausholen aus der Vitrine. Mein Iron Man Helm. Endlich mal zusammen, weil ich nehme mal an, oh, dass ich den jetzt wahrscheinlich selbst rausfinden muss, wie ich das geklappt kriege. Ich habe natürlich einige Videos gesehen. Es wird wohl funktionieren, so wie ich mir das vorstelle, aber dann kann man ja das Goldene nicht mehr ganz zumachen. Aber mir ist das ja auch nicht wichtig. Mir ist das wichtig eben, dass man erkennt, dass es ein Helm ist zum Aufklappen. Er kann auch ruhig ein Spalt auf sein. Aber wie gesagt, wer natürlich schon eine Bauanleitung kennt oder ein Video, verlinkt es mir doch oder schreibt mir, wo ich das finde. Aber nichtsdestotrotz legen wir jetzt mal los, den Iron Man Karton zu öffnen. Ihr wisst ja, Lego-Karton, ja, ist vielleicht nicht so hochwertig. Der Iron Man, der wird ja immer wieder produziert. Da gibt es andere Helme, wie den schwarzen Star Wars Helm, den ich euch am Schluss zeigen werde. Weil wir machen ja so einen kleinen Vergleich. Ja. Ich will natürlich jetzt nichts willkürlich beschädigen. Weil das muss ja nicht sein, eine Kartons. Einmal. Ja, es ist schon merkwürdig geworden, dass man immer mehr aufpasst, wie man es rausholt. So, da ist es. Karton ist heile geblieben. Perfekt. Und jetzt, was für Teile haben wir drin? Ein Tütchen, zwei Tütchen, drei, vier. Vier Tüten. Aber ihr kennt natürlich schon einige Videos, eben bloß von mir noch nicht. Dann haben wir hier ja, ein paar Aufkleber, hätte nicht sein müssen. Und dann natürlich die Bauanleitung. Und sie ist in Schwarz gehalten. Hier geht es ja. Bei das Krokodil war es schon ein bisschen, tat nach der Zeit die Augen weh. Aber hier vorne ist natürlich was von Iron Man. Ist richtig cool. Hinten, ah, die Bauteile. Aber nichtsdestotrotz. Ich werde ihn jetzt erstmal zusammenbauen, den Helm. Das ist ganz klar. Dann wahrscheinlich nicht in diesem Video erklären, wie ich das mache. Zum Aufklappen, weil hier ist es einfach nur das Unboxing des Iron Man Helm, wie er fertig aussieht. Dann packe ich ihn nachher wieder in meine Vitrine rein, zeige euch das, wie es dann erstmal aussieht und dann überlege ich mir und gucke mir nochmal die Bauanleitung, wird er wohl zuletzt sein, wie ich das umsetzen kann, dass ich praktisch das Goldene aufklappen kann. Ja, es sind alles so kleine Teile, vielleicht funktioniert das auch. Sehe ich, wenn der Helm fertig ist. Also jetzt werde ich erstmal alles auspacken. Tütchen 1 natürlich zuerst. Anfangen mit dem Bau- und Bastelspaß. Und deswegen sage ich mal, bis gleich. So, der Bau- und Bastelspaß hat natürlich nicht lange angedauert. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann geht das ratzfatz. Aber ich habe jetzt selber gesehen, ihr wisst ja, ich möchte den ja gerne haben, so ein bisschen aufgeknickt. Es gibt auch, die haben Lampen drinne, von außen, von innen. Es ist wirklich witzig. Aber ich, für meinen Teil, ein Helm, Iron Man Helm, der muss zum Aufklappen sein. Das ist ja wie mit den alten Minifiguren, die es bis vor kurzem noch gab. Die konnte man aufklappen, die neuen nicht mehr. Und deswegen möchte ich hier das Goldene so ein bisschen anschrägen, dass er dann steht. Für mich persönlich ist das schöner.
Eure Meinung könnt ihr natürlich auf jeden Fall in der Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn man den aufklappen kann. So, jetzt habe ich natürlich, wie gesagt, den Ironman Helm zusammengebaut und muss sagen, das müsste eigentlich relativ fix umzusetzen sein. Es sind ja alles schöne Platten hier. Ich mache mal eine hier vorne ab. Seht ihr? Hier oben auch die Stirn. Einfach nur verbinden. Dann mit Lego-Technik-Steine hier drunter vielleicht irgendwas bauen. Ich nehme jetzt mal hier oben ab, die Stirn. Ah. Wisst ihr, was ich meine? Das hier verbinden. Hier mit Lego-Technik-Steine arbeiten, dass man es so aufklappen kann. Müsste auf jeden Fall perfekt machbar sein, einfach und auch nicht so schwierig. Dann könnte ich den so hinstellen und so, ich sag mal so, 5-6 cm ankippen, weil weiter nicht, weil da ist ja kein Gesicht drin. Oder man müsste da noch so ein kleines Gesicht reinbauen mit Lego-Steine, dann würde das natürlich viel besser aussehen. Aber ich meine, meine Idee, wie ich sie hatte, dass man den Helm aufklappen geht, das geht auf jeden Fall ziemlich schnell, ziemlich fix. Ich muss nur gucken, ob ich die passenden Lego-Technik-Steine da habe, die man aufklappen kann. Wenn nicht, eben, ihr kennt das ja, mit Kreuzstangen arbeiten oder sowas in derselben Farbe. Aber es müsste machbar sein. Auf jeden Fall. Werde ich auch machen. Und wenn ich es natürlich irgendwann mal Zeit habe, geschafft habe, es zu machen, ihr kennt ja meinen Instagram-Kanal, dann mache ich davon ein Foto, kommt auf der Seite, fertig, aus. So, jetzt kommen wir erstmal eigentlich zu den Helmen. Relativ stabil, fest, ist ganz klar. Wer natürlich auch Lust auf den Ironman-Helm hat, das ist so eine Helmgeschichte, die relativ nicht so wohl gelaufen sind. Deswegen werden die überall immer günstiger, mit Rabattkarten und sowas alles, wisst ihr, auch günstiger. Ich versuche ihm unter dem Video zu verlinken. Sicher und bequem ist es auf jeden Fall, auch teilweise günstiger. Es gibt natürlich auch Helme, die sehr schnell ausverkauft waren und jetzt einen hohen Preis haben. Schwarze Star Wars Helm gehört auf jeden Fall dazu. Sind alle gleich hoch, die Helme. Ihr seht es, oh, das ist ein bisschen staubig schon. Es passt perfekt. Ich zeige euch gleich eine andere Kameraeinstellung. Also wie gesagt, Ironman Helm, ich weiß nicht warum, ist auf jeden Fall viel, viel günstiger geworden. Wie der weiße Star Wars Helm. Wie Boba Fett kriegt ihr auch schon teilweise billiger. Nur den schwarzen, der ist aus dem Programm, den kriegt ihr noch teuer im Internet. Das dazu. Aber jetzt zeige ich euch eine andere Kameraeinstellung, dass ihr das eben passend seht. Dafür muss ich mal eben die Kamera hier abmachen. So, die Verpackung im Hintergrund. Und ihr seht es jetzt auch schon. Die Helme sind alle im Prinzip gleich groß, gleich hoch, gleich schön. So, und ich finde die Idee mit diesen Helmen zu sammeln gar nicht mal schlecht. Ich wünsche mir auch noch ein paar Helme. Zum Beispiel von der Marvel- oder DC-Reihe auf jeden Fall Batman. Batman muss sein. Den als so ein Helm wäre natürlich richtig, richtig perfekt. Wie gesagt, ist meine Meinung. Von Star Wars, ja, da gibt es nicht mehr viele. Luke Skywalker, den Helm könnte man noch machen. Der würde mir doch vielleicht noch reizbar sein. Aber von der Marvel-Geschichte gibt es einige, die ich auf jeden Fall noch haben möchte. Aber jetzt so als nächstes wäre Batman richtig angesagt. Oder nicht? Schreibt mir natürlich eure Meinung. So, jetzt nehme ich den Helm natürlich. Und kommt hier in meine Vitrine rein. Dass ich sie zumachen kann. Werde ich natürlich noch ein bisschen um. Aber ihr seht es jetzt schon, der Ironman, wenn der Helm etwas angekippt wäre, wäre das doch richtig cool. Kommt natürlich noch eine Beleuchtung. Hier die Ironman, die neuen, die alten, etwas davor. Das Schild natürlich noch weiter, noch ein bisschen schöner hinstellen, ist ganz klar.
vielleicht noch ein, zwei von diesen Eibelmänner. Ich habe ja noch reichlich irgendwie hier in der Luft schweben lassen mit so einem Draht, genau wie ich hier unten gemacht habe. Seht ihr das? Da sind ja auch die Dinos an so Basteldraht dran, dass es eben einigermaßen schick aussieht. Werde ich vielleicht hier mit ein, hier in der Höhe, Eibelmänner schweben lassen. Aber ihr seht, es passt schon. So, wenn ihr jetzt schreibt, warum packst du da nicht noch die... Ja, da gibt es so eine Eibelmänner-Werkstatt. Nein, das ist nichts für mich. Die Eibelmänner gefallen mir nicht. Eibelmänner, das hört sich schon schrecklich an. Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. So passt es besser. Die Farbe goldrot. Es soll so bleiben. Vielleicht noch hier vorne mache ich irgendwas hin. Im Hintergrund vielleicht noch das seltene Poster, was es ja damals hier zugegeben hat. Habe ich ja einmal in bunt, einmal in schwarz-weiß. Vielleicht kommt das dahin. Aber nichtsdestotrotz, so langsam wird der Eibelmänner-Vitrinenschrank hier oben, was ich ja sowieso jeden Monat umdekoriere. Aber wie gesagt, wenn ich da jetzt die Technik mache, mit nach oben hin auf Instagram, kommt auf jeden Fall ein Foto. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Und natürlich auch, wie findet ihr, wenn es daraus jetzt den Batman-Helm geben würde. Wäre doch richtig cool. Aber nichtsdestotrotz, wo ihr den sicher und bequem bestellen könnt, teilweise auch schon günstiger, verlinke ich natürlich unter dem Video, ihr wisst es ja. Ansonsten sage ich wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund und dann guckt hin und schaut zu.